Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn ein Lungentumor diagnostiziert wird, dann ist meistens eine Operation nicht mehr möglich. Was also ist denn zu tun, wenn sich zum Beispiel schon Metastasen gebildet haben, wenn beide Lungenflügel befallen sind oder wenn einfach der Krebs so weit fortgeschritten ist? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Dr. Klaas Wesseler. Er leitet die Thorax-Onkologische Tagesklinik und die Studienambulanz im Asklepios-Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie uns, wo genau stehen Ihre Patienten in dem Stadium, wenn sie zu Ihnen kommen? Na, die Patienten sind schon psychisch sehr beeinträchtigt. Das ist eine Diagnose, die wirklich auch viel mit Verderben zu tun hat, mit dem Gedanken daran, wie geht es weiter. Und gerade wenn man die Vergangenheit anguckt, dann ist es so, dass die Prognose auch sehr, sehr eingeschränkt war, sehr schlecht war und die Behandlungsoptionen und Möglichkeiten wirklich schlecht waren. Und da hat sich viel getan in den letzten 2, 3 Jahren und deswegen ändert sich jetzt auch das Patientenempfinden. Wir haben Patienten, die in der Therapie ganz anders motiviert sind. Wir haben ganz neue Möglichkeiten, wie wir die Patienten auch in guter Lebensqualität lange therapieren können. Und das ist was, was vorher nicht da war. Deswegen, es findet gerade ein großer Bruch statt und das ist bemerkenswert. Ja, das heißt ja, früher mussten Patienten nach relativ kurzer Zeit sterben, wenn sie in diesem fortgeschrittenen Stadium des Lungenkrebses waren, richtig? Man muss eher sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein langes Leben vor ihnen lag, war sehr gering. Durch verschiedene neue Diagnostikverfahren und Therapien können wir das mittlerweile viel besser einordnen und viel besser steuern, die Therapie. Und deswegen ist die Prognose nicht mehr so hoffnungslos. Ja. Und da setzen wir letztendlich mit den Patienten auch an, im Erstgespräch, wenn wir sie zuerst sehen, dass wir da auch ein gewisses Maß an Hoffnung geben können. Es gibt ja verschiedene Lungenkrebsarten und wenn man da jetzt zielgerichtet helfen will, dann ist die Diagnose sicherlich wichtig, oder? Es ist tatsächlich so, wir reden nicht mehr von dem Lungenkrebs an sich, sondern wir müssen praktisch unterschiedlichste Krankheiten unter diesem Gesamtbegriff subsumieren. Und es ist so, dass wir durch die Diagnostik am Anfang die Weiche stellen müssen, wie der Patient in Zukunft behandelt wird. Es ist so, dass wir einen sehr großen Aufwand betreiben, zum einen das sogenannte Staging richtig zu machen. Das heißt, wir gucken, wo sind wirklich Metastasen? Gibt es lokale Probleme, die durch eine Strahlentherapie, eine Operation behandelt werden müssen? Mhm. Wir gucken uns diesen Tumor aber auch extrem genau an. Wir teilen den erstmal histologisch, das heißt rein unter Mikroskop in verschiedene Arten ein. Das sind zum Beispiel kleinzellige Lungenkarzinome und nicht kleinzellige Lungenkarzinome. Von diesen häufigeren nicht kleinzelligen Lungenkarzinomen, da wollen wir auch noch ganz genau wissen, was treibt den Tumor an. Da machen wir eine sogenannte molekulare Diagnostik, indem wir die Erbsubstanz dieses Tumors aufdröseln und genau gucken, wodurch wird diese Tumorzelle angetrieben. Und da gibt es viele mittlerweile bekannte Veränderungen, die wir ganz gezielt behandeln können. Das heißt, wir wissen, was ist kaputt in der Erbsubstanz, was entsteht als Zellbaustein. Und diesen kaputten Zellbaustein, den können wir zum Beispiel mit einer Tablette therapieren. Und das gilt häufig auch für Patienten, die zum Beispiel nicht geraucht haben, die meist auch weiblich sind. Das ist zwar nicht immer so, aber diese Nichtraucher, die vorher gar keine Begründung für ihren Tumor hatten im Bereich der Lunge, die können wir zu ganz großer Prozentzahl mittlerweile gezielt behandeln. Das heißt, wir kennen die Veränderung und können zielgerichtet maßgeschneidert Therapie machen. Also jetzt noch einmal das zusammenzufassen bis hierher. Also es geht um eine Therapie per Tablette, die jetzt für welche Art von Lungenkrebs möglich ist. Also Sie fragten ja eben, was gibt es für verschiedene Lungenkrebsarten? Ja. Und da haben wir den großen Bereich der sogenannten genetischen Treibermutationen im Lungenkarzinom. Mhm. Die müssen wir untersuchen. Das müssen wir auch vor Therapiestart wissen. Was liegt denn vor? Und diese genetischen Treibermutationen, da können wir nicht alle behandeln, aber viele können wir zielgerichtet mit zum Beispiel Tabletten, aber auch anderen Methoden behandeln, wo wir die Veränderung, die den Tumor antreibt, kennen und nur diese Veränderung behandeln. Das ist anders als bei einer Chemotherapie, die wie eine große Kanone einfach auf alle Zellen schießt, die vorhanden sind. Und dann gibt es noch den großen Bereich, und das ist sehr neu, von Patienten, die dafür nicht in Frage kommen, die aber jetzt die neue Chance der Immuntherapie haben. Das hat 2018 den Nobelpreis bekommen. Und das ist zu Recht so, dass sie den Nobelpreis bekommen hat, diese Immuntherapie. Weil für Patienten, die zum Beispiel viel geraucht haben, wo die Zellen nicht nur durch einen genetischen Treiber angetrieben werden, sondern durch ganz viele, durch
defekte Reparaturmechanismen und andere. Da haben wir die Immuntherapie. Und da ist erstmals auch wirklich eine Situation entstanden, dass diese Patienten, die in den letzten Jahren eher eine schlechte Prognose hatten, jetzt plötzlich eine teilweise sehr gute Prognose haben. Mhm. Wir haben also zwei grundsätzlich getrennte Bereiche, Patienten mit Treibermutationen und Patienten, die das nicht haben. Mhm. Aber die das nicht haben, für die ist praktisch die Immuntherapie jetzt das Maß der Dinge. Okay, lassen Sie uns erst noch über diese molekulare Therapie sprechen. Die ist ja, glaube ich, gedacht für junge Frauen, glaube ich, die Lungenkrebs bekommen, ohne jemals geraucht zu haben. Die könnten davon profitieren, stimmt das? Das ist natürlich das Paradebeispiel. Man muss sagen, dass das nicht ganz stimmt, sondern es ist so, dass in dieser Gruppe dieser Treibermutationen häufig, also eine höhere Häufigkeit vorliegt, wenn sie Frau sind, wenn sie nicht geraucht haben, wenn sie jung sind. Dann ist es so, dass sie wahrscheinlich einen Lungenkrebs mit so einer Treibermutation haben. Es ist aber so, dass auch bei Rauchern das vorrangig sein kann, nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn sie geraucht haben, dass so eine Treibermutation vorliegt, bei ihnen geringer. Mhm. Testen müssen wir es bei jedem Patienten. Das heißt, wir müssen bei jedem Patienten diese molekularen Veränderungen messen und dafür brauchen wir sehr spezielle Pathologen. Dafür braucht man ein relativ großes Know-how, um das rauszufinden. Und diese Wege, die muss man in so einem Tumorzentrum oder in so einem Lungenzentrum letztendlich haben, damit das für den Patienten auch wirklich adäquat untersucht wird. Und wie wirkt diese Tablette, die dann die Person schluckt? Das ist eine gute Frage. Diese Tablette geht nicht direkt an die Erbsubstanz, sondern die geht an den Fehler, der aus dieser Erbsubstanz entsteht. Es wird zum Beispiel ein falsches Eiweiß gebaut und dieses falsche Eiweiß ist in der Zelle in einem Signalweg eingebunden und dieser Signalweg ist die ganze Zeit aktiv. Das können Sie sich vorstellen, wie wenn in einer Zelle oder in einem Raum wie hier das Licht an ist und der Lichtschalter kaputt ist. Mhm. Das heißt, das Licht leuchtet die ganze Zeit, Sie können es nicht an- oder ausstellen. Und das ist in der Zelle auch so. Die ganze Zeit gibt es einen Wachstumsreiz über einen Signalweg. Und diesen Wachstumsreiz, den können Sie unterbinden, indem Sie ein kleines Molekül, ein kleines Medikament in diese veränderte Signalkaskade reinbringen. Und dann hört dieses Wachstumssignal auf. Leider nicht für immer, aber mit einer sehr guten Dauer und vor allem einer sehr guten Lebensqualität können diese Tumoren erstmal aufgehalten werden. Wie lange dauert die Therapie? Die Therapie dauert so lange, bis sie entweder nicht mehr vertragen wird oder bis sie nicht mehr wirkt. Weil der Tumor ist ein schlauer Gegner, der kann auch Resistenzen entwickeln, der entwickelt genetische Methoden, um drumherum zu kommen, um diesen Signalweg. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir dann erneut genetisch untersuchen und auch diese Resistenz teilweise gezielt behandeln können. Es gilt nicht für jeden, aber wir sind da sehr interessiert und wir machen viele Datenerhebungen und Studien, um genau das rauszufinden. Kann noch mal was sein? Und es ist so, dass wenn Sie heute mit der Therapie anfangen, kann es sein, dass wenn in einem Jahr zum Beispiel eine Resistenz auftritt, dass wir dann schon ganz andere Methoden und Möglichkeiten haben. Und somit ist das ein wahnsinnig spannender Bereich, in dem ganz, ganz viel passiert. Zum einen dank auch großer Bioinformatik, zum einen auch der Fortschritt der genomischen Medizin. Sie haben vielleicht auch an anderen Stellen das gehört, dass man die DNA entschlüsseln kann. Und davon profitieren wir jetzt enorm. Und bei der Immuntherapie, was passiert da im Körper? Die Immuntherapie ist ein ganz anderes Feld. Mhm. Das ist was, was wir als unglaublich aufregend empfinden, weil die Immuntherapie benutzt ihr eigenes Immunsystem, um den Tumor anzugreifen. Das klingt völlig verrückt, weil ihr Immunsystem haben Sie ja schon immer. Warum hat das Immunsystem das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Ja. Und da ist lange Zeit viel geforscht worden. Das Immunsystem ist ein unglaubliches, komplexes System aus Botenstoffen, verschiedenen Zellen, die miteinander agieren und die im Körper ja so eine Art Polizei darstellen. Und ganz wichtig ist aber, dass die eben nicht immer überreagieren, sondern auch mal einfach so ein bisschen laissez-faire machen, damit nicht ständig eine Überreaktion entsteht. Und normalerweise soll das Immunsystem eine fremde Zelle oder eine infizierte Zelle erkennen, indem durch bestimmte Rezeptoren auf der Oberfläche gesehen wird, okay, das ist eine fremde Zelle, eine kranke Zelle oder eine kaputte Zelle. Mhm. Und die soll vernichtet werden. Mhm. Aber die Zelle muss die Möglichkeit haben, mit einer Art Ausweis, sich als Körper eigen zu identifizieren. Wie in einer Polizeikontrolle, können Sie sich das vorstellen. Mhm. Das macht die Tumorzelle sehr geschickt. Das heißt, die Tumorzelle hat Möglichkeiten, dem Immunsystem vorzugaukeln, sie gehört dazu, sie gehört zum normalen Körper. Und dieser Mechanismus, der ist jetzt identifiziert worden, wie man diese Rückmeldung ans Immunsystem, diese Bremse des Immunsystems lockern kann, dass das Immunsystem den Tumor wieder erkennt, das macht es auch so,
Aber aus dieser Erkennung dann ein Angriff erfolgt. Und dieser Angriff ist ganz gezielt auf die Tumorzelle, auf das Antigen. Das Antigen ist praktisch das, was die Immunzelle abtastet. Mhm. Und wenn das erfolgt, dann geht diese Tumorzelle unter. Bestandteile dieser Tumorzelle werden wiederum dem Immunsystem und anderen Immunzellen präsentiert. Und daraus entwickelt sich so eine Schleife, sodass es sein kann, dass das Immunsystem den Tumor vollständig entweder vernichtet oder zumindest, sagen wir mal, im Griff behält. Und wie lange dauert dafür die Therapie? Wirkt die sofort? Das ist eine gute Frage. Je mehr wir darüber lernen, umso mehr wissen wir, dass wir es eigentlich nicht richtig verstehen, was das Immunsystem an sich bedeutet, weil da so viele komplexe Spieler dabei sind und jeder Patient reagiert anders. Wir haben Patienten, denen wir eine Gabe dieser Immuntherapie geben. Das ist praktisch ein Antikörper, der dem Immunsystem die Bremse etwas lockert. Das heißt, die sind etwas angriffswilliger, diese Immunzellen. Und wenn das gut klappt, dann kann es nach ganz wenigen Gaben schon einen dramatischen Tumorrückgang geben und die Erkrankheit ist stabil. Es kann auch sein, dass wir länger Therapien müssen, bis überhaupt so eine Stabilität eintritt. Und wir müssen auch leider sagen, bei manchen Patienten wirkt es gar nicht. Unsere Therapiedauer beim Lungenkarzinom ist eigentlich auf 2 Jahre geplant. Daran kann man schon sehen, wie erfolgreich das ist, weil normalerweise, hatten Sie im Eingangssatz ja erzählt, dass die Therapie bisher beim Tumorpatienten wahrscheinlich so 1 Jahr überhaupt gehalten hat bis zum Ableben des Patienten. Und jetzt machen wir unsere erste Therapielinie schon 2 Jahre. Das zeigt, wie viel Hoffnung wir haben. Ja, ja. Und wir hoffen, dass wir, wenn wir einen Patienten haben, der gut reagiert, der Tumor wird kleiner oder ist stabil und wir keine Nebenwirkungen haben, dass wir dann 2 Jahre Therapie haben und dann ist die Hoffnung, dass wir dann keine weitere brauchen. Mhm. Thema Nebenwirkungen, sind die deutlich? Ja, die Nebenwirkungen, das muss man deutlich sagen, dass wir da deutlich besser sind als Chemotherapie von der Akutverträglichkeit her. Mhm. Es gibt Nebenwirkungen bei Immuntherapie. Und zwar dann, wenn das Immunsystem etwas zu hoch fährt, die Bremse etwas zu stark gelockert wird und dann kann es sein, dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Es kann jedes Organ betreffen, es ist sehr selten. Das heißt, normalerweise wird es exzellent vertragen und die Nebenwirkungen sind sehr selten und da hatten wir am Anfang sehr viel Angst vor. Mittlerweile können wir das sehr gut kontrollieren und diese Nebenwirkungen unterdrücken. Und wenn man im Verhältnis schaut, Chemotherapie, Immuntherapie, dann liegt das wirklich gerade bei der Nebenwirkung und dem Wirkungsspektrum sehr zugunsten der Immuntherapie. Und da sind wir sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir auch die paar Patienten, die Nebenwirkungen haben, in Zukunft noch besser behandeln können. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!